Ich begrüße Sie herzlich zu meinem Vortrag Kindergrippe als toxischer Dauerstress, wie Kita das kindliche Gehirn schädigen kann. Ein Vortrag, den ich gehalten habe am 18. Juni 2021 im Expertenforum Stiftung Familienwerte. In gekürzter Form, hier finden Sie den ungekürzten Vortrag. Woher kommen Kinderkrippen? Wir haben sie von der ehemaligen DDR übernommen, in der die Familie durch das Kollektiv des Staates ersetzt wurde. Minimierung des Einflusses der Familie und Maximierung des Einflusses des Staates auf die Entwicklung des sozialistischen Menschen. Das ging zeitweise bis zu den Wochenkrippen, bei denen die Kinder am Sonntagabend abgegeben wurden und es am Samstag wieder abgeholt wurden. Wir können das übersetzen: Minimierung des Einflusses der Familie und Maximierung der Wirtschaft auf die Entwicklung des Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft. Stress setzt im kindlichen Gehirn Cortisol frei. Dieses wirkt neurotoxisch und bremst die geistige Entwicklung. Tierexperimentelle Studien ergaben, dass frühkindliche Traumatisierung, zum Beispiel Mutterdeprivation, zu einer lebenslang erhöhten CRH-Produktion führt. Das sind Vorläufer von Cortisol. Bei Stress wird mehr Cortisol ausgeschüttet. Auf einige Kinder wirkt die Grippe traumatisch. Für sehr viele ist sie ein Dauerstress. Das Stresshormonsystem. Stress führt über den Hippocampus, die Amygdala, im Hypothalamus zu CRH-Ausschüttung, das in der Hypophyse, Vorderlappen, zur ACTH-Corticotropin-Ausschüttung, also wieder ein Vorläufer von Cortisol, in der Nebennierenrinde dann das Cortisol, das eigentliche Stresshormon, zur Ausschüttung bringt. Cortisol bewirkt muskuläre Energieversorgung, psychische Alarmiertheit, reduziert Hunger, Müdigkeit, verhindert akute Entzündungsprozesse, verhindert Temperaturerhöhung wie Fieber, reduziert Immunprozesse, führt nach längerer Zeit zu Depressionen. Wege aus der Stressphase. Stundenlange Trennung von der Mutter führt zu Frustration und Bedrohung, Stress. Dem wird begegnet durch Kampf, Aggressivität eher Jungen oder Flucht, Rückzug, Angst eher Mädchen. Langfristig wird Krankheit daraus oder wer sich schützt durch Pflegeleichtigkeit und Überangepasstheit. Cortisol hat also neurotoxisches Potenzial. Kinder in Kindergrippen zeigen wegen Dauerstress erhöhte Cortisolspiegel. Indirekt wirken Kindergrippen also wie ein Psychopharmakon. Je länger pro Tag ein Kind in der Kindergrippe ist, umso mehr Stress, umso mehr entsteht Aggressivität. Die Dauer der täglichen Krippenunterbringung, 6 Stunden und mehr, wirkt auf spätere Verhaltensstörungen ein, besonders bei ängstlichen Mädchen und aggressiven Jungen. Bei Kindern, die 8 Stunden in der Krippe sind, zeigt sich später mit 15 Jahren, und zwar über viele Jahre hinweg, vermehrt Impulsivität, riskantes und dissoziales Verhalten, unabhängig von der Betreuungsqualität. Neueste Studie zu Langzeitfolgen, Aggressivität und Kriminalität im Jugendalter, die Quebec-Studie. Krippenkinder weisen später im Jugendalter mehr Kriminalität auf, mehr Krankheiten, weniger Lebenszufriedenheit. Wichtig ist allerdings, dass statistische Signifikanz richtig gelesen wird. Sie kann nämlich auch bei kleinen Unterschieden auftreten, sodass der doppelte Prozentsatz fiktiv von 4% auf 8% hochgeht, aber trotzdem 92% diese Folgen nicht auftreten. Das würde bei Krippenkindern dazu heißen, nach dieser Modellrechnung, dass statt 4% 8% Kriminalität auftritt, statt 4% 8% Krankheiten und statt 4% 8% Lebensunzufriedenheit. Also nur ein kleiner Teil. Es gibt zwar viele Risikofaktoren, aber einer davon ist die Kindergrippe. Kindergrippe führt zu einem Anstieg der Kinder mit Hyperaktivität und Aggressivität. Das sind die Hauptsymptome der ADHS. Das heißt, Eltern müssen später für die Kindergrippe büßen. Nur Kinder mit schlechter elterlicher Betreuung, also mehr Stress zu Hause als in der Krippe, profitieren von der Krippe.
Lukas und Thompson berichten, dass nur diejenigen Kinder von der Kinderkrippe profitieren, deren elterliche Betreuung eher schlechter ist als in der Krippe. Dagegen wirkt sich der Krippenbesuch bei Kindern negativ aus, die eine ausreichende Betreuung durch ihre Eltern haben oder hätten. Positive Effekte gibt es also nur bei benachteiligten, gefährdeten Familien. Studien, die positive Effekte von Kinderkrippen zeigen, hatten keine repräsentativen Stichproben für die Normalbevölkerung, sondern untersuchten nur benachteiligte, gefährdete Familien, bei denen die Eltern keine ausreichende Betreuung der Kinder leisten konnten. In der repräsentativen Feedback-Studie dagegen ergaben sich keine positiven Effekte, weder kognitiv noch sozial-emotional. Vorsicht ist auch geboten bei Studien, die von wirtschaftswissenschaftlichen Instituten herkommen, die also von der Wirtschaft finanziert werden. Cortisol schädigt das Langzeitgedächtnis, das Arbeitsgedächtnis, verbale Flüssigkeit, Denken und Motorik. Wenn 14 Monate alte Mädchen im Laufe des Krippentages einen Cortisolanstieg hatten, so war ihr Langzeitgedächtnis später im Alter von 4 Jahren vermindert. Ebenso, wie gesagt, Arbeitsgedächtnis, verbale Flüssigkeit, Denken und Motorik. Das weist darauf hin, dass der Hippocampus, der den Zugriff auf das Langzeitgedächtnis regelt, geschädigt ist. Jungen waren in ihrer sozioemotionalen Entwicklung beeinträchtigt. Fazit. Chronische Cortisolexposition führt zu Verschlechterung von Denken, Lernen und Gedächtnis und vermindert Nervenzellneubildung und Nervenzellregeneration. Je mehr Jahre ein Kind in der Kinderkrippe ist, umso mehr Krankheit und geringere Lebenszufriedenheit. Kinderkrippe führt zu Anstieg des Stresses im Laufe des Tags und zur Erhöhung des Cortisols bis zur Umkehrung des natürlichen Cortisolprofils. Normalerweise rüstet sich Psyche und Körper am Morgen für das, was im Tag zu bewältigen sein wird, ja, und dann im Laufe des Tages wieder abzusinken. Bei Kinderkrippenkinder ist das Gegenteil der Fall. Im Laufe des Tages wird der Cortisolspiegel immer höher. Das heißt, es kann zu einer Umkehrung des Tagesprofils kommen. Anfang wenig, am Abend viel. Und bessere Betreuung verhindert nicht die Entstehung dieses toxischen, umgekehrten Stress-Cortisol-Profils. Krippenunterbringung fördert das Entstehen von externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten. An Betreuungstagen kommt es bei Mehrheit der Kinder zur Umkehrung des Cortisol-Tagesprofils. Der Cortisolspiegel steigt im Laufe des Tages an. Unabhängig von der Betreuungsqualität gilt, der Cortisolanstieg durch zu langes Unterbringen, 6 Stunden und mehr, kann nicht durch gute Betreuung aufgefangen werden. Wie im Lauf des Krippentages Stress aufgebaut und Cortisol vermehrt ausgeschüttet wird. Nämlich, wenn Kinder unter 3 Jahre alt sind, ja, wenn Kinder mehr als 5 Stunden in der Krippe sind, wenn die Krippe geringe Qualität hat, wenn Erzieher wenig feinfühlig sind, wenn Erzieher keinen Aufbau einer sicheren Bindung ermöglichen. Umgekehrt kann man sagen, wie im Lauf des Krippentages Stress verhindert werden kann. Wenn das Kind erst mit 3 Jahren in die Krippe kommt, wenn es weniger als 5 Stunden in der Krippe ist, wenn die Krippe hohe Qualität hat, wenn Erzieher sehr feinfühlig sind, also keinen Stress haben, und wenn sie einen Aufbau einer sicheren Bindung ermöglichen können, also nicht mehr als 2 Kinder zu betreuen haben. Selbst Tagesmütter erhöhen im Laufe des Tages Stress- und Cortisolausschüttung. Eine Tagesmutter hatte 5 Kinder in Betreuung. Bei 63% der Kinder stieg im Laufe des Tages Stress und Cortisol. Bei 40% sogar so sehr, dass von großem Stress ausgegangen werden muss. Das ist ein sehr bedeutsames Ergebnis. Im Extremfall kommt es zur Cortisol-Unterfunktion. Cortisol ist notwendig, um aktiv mit Stress umgehen zu können. Wenn zu wenig Cortisol verfügbar ist, ist der Mensch wehrlos dem Stress ausgeliefert. Eine zu niedrige Cortisolausschüttung im Ruhezustand hatten Jugendliche, die viele Stunden, also Ganztag, 6 bis 8 Stunden, in den ersten 3 Lebensjahren in der Krippe untergebracht waren. Verschiedene Reaktionen der Kinder, mal wie beim Trauma, mal wie bei Depressionen. Beim Trauma ist Cortisol erniedrigt. Ausweglose Immobilität. Bei der Depression ist Cortisol erhöht. Da geschieht ein heftiger innerer Kampf. Also viel CRH und wenig Cortisol weist auf ein Trauma hin. Dies ist das Ergebnis des völligen Sich-Aufgebens, des Erlebens von Unentrinnbarkeit und Chancenlosigkeit jeglichen Handelns.
Stress wird zwar erlebt, aber Kampf- und Fluchthandlungen werden nicht mehr durch Cortisol angestoßen. Neues Thema. Kindergrippe bietet dem Kind nur 30 Minuten individuellen Kontakt pro Tag. Nur eine halbe Stunde pro Tag. Und das ist Vernachlässigung. Das Kind wird über viele Stunden ohne Beruhigung seinem Stress ausgesetzt. Das zeigt eine Beobachtungsstudie von Sammel. Die Eltern dagegen meinen, das Kind hätte viel mehr Kontakt. Fazit der Autorin. Kinder erfahren nur in Familie, bei Mutter und Vater, die notwendige Bindungssicherheit. Wer wählen kann, sollte sich entscheiden für die Lösung Mutter und Vater. Wer in Not ist, sollte sich entscheiden für die Ersatzlösung, sensible Tagesmutter mit wenigen Kindern. Eine Kindergruppe, Krippe, kann gegenwärtig nicht empfohlen werden. Nun zum Betreuungsschlüssel. Eine Erzieherin auf 2 bis 3 Kinder empfehlen Brisch und weitere Experten. Das heißt aber, dass eine Erzieherin wirklich anwesend sein muss, nicht im Personalbuch drin steht, dass es sie gibt. Ja. Denn die Erzieherin fehlt oft wegen Teambesprechungen, Verwaltungstätigkeit, Urlaub, Fortbildung und Krankheit. Dann kommt in Wirklichkeit eine Erzieherin, obwohl es im Plan steht, mit 3 auf 6 bis 10 Kinder oder mehr. Die Wirklichkeit ist trostlos. Der Länderreport zeigt einen Betreuungsschlüssel von 6 bis 7 Kinder pro Erzieherin. Im Osten 9 bis 11 Kinder. Das ist aber nur der Durchschnitt. Bei vielen Kindern werden es 12 oder 18. Schauen wir uns das mal an. Eine Mutter, ein Kind. Eine Mutter, 2 Kinder. Da ist es schon erfüllt und ausgelastet. Eine Mutter, 3 Kinder. Anstrengend. Eine Mutter, 4 Kinder. Stress. Eine Erzieherin, 6 Kinder bei der Krippe im Westen. Könnte man meinen, die beiden Kinder, die auf dem Arm sind, haben es gut und die Erzieherin fühlt sich wohl, aber alle sind im Stress. Niemand geht's gut, auch der Erzieherin nicht. Krippe im Osten, ohnehin der Stress nicht abwendbar. Wenn eine Erzieherin krank ist, dann werden es noch viel mehr. Allerdings, Oxytocin verhindert Cortisolschäden. Oxytocin kann die durch Cortisol verursachten Schädigungen des Gehirns verhindern. Oxytocin wird beim Kind ausgeschüttet, wenn es nach einer Stresssituation rasch genug und lang genug von einer feinfühligen Betreuungsperson, zu der es eine sichere Bindung aufbauen konnte, auf den Arm genommen und beruhigt wird. Dazu braucht es aber je Erzieherin maximal 2 Kinder, also nur kurzer Stress, dann Beruhigung, Trost, Sicherheit. Das Problem kommt aber auch woanders her. Je geringer die Feinfühligkeit der Mutter, umso länger bleibt das Kind in der Krippe seinem Stress ausgesetzt. Unsichere Bindungsmuster nahmen zu, wenn die Mutter nicht feinfühlig war und wenn wechselnde Betreuungen stattfanden, dauernd Erzieherwechsel, die Qualität der Krippe gering war und das Kind mehr als 2 Stunden täglich von der Mutter getrennt war, also mehr als 10 Stunden pro Woche. Stressfreiheit heißt demnach bei Kindern unter 3 Jahren maximal 2 Stunden Krippe oder Tagesmutter und der Rest des Tages in der Familie, Mutter, Vater, Tante, Onkel, Oma, Opa und so weiter. Bindungssicherheit ist der einzig wirksame Schutz vor stressbedingten Cortisolschäden des kindlichen Gehirns. Nur Bindung führt zur Entwicklung. Bindungssicherheit ist Stressfreiheit. Bindungsunsicherheit ist Stress. Erst wenn eine sichere Bindung hergestellt ist, nach 18 bis 24 Monaten, muss das Kind keinen Aufwand mehr betreiben, um diese herzustellen, sondern wird frei für spielerische Entwicklung und Exploration der Welt. Was Stress reduziert? Das Gesicht der Mutter, die Stimme der Mutter, der Geruch der Mutter, der Körper der Mutter, das Stillen der Mutter, Wohlbefinden der Mutter, Wiegen, Bedürfnisbefriedigung durch feinfühlige Mutter, Beruhigung durch ein vertrautes Familienmitglied, befriedigt in Ruhe gelassen werden, also allein sein dürfen. Bindung führt zur Reifung des Kortex. Sicher gebundene Kinder haben die Fähigkeit zur Selbststeuerung, einen wohl kaum aufholbaren Vorsprung vor anderen. So mit 4 bis 6 Jahren meistern sie schwierige Aufgaben besser und sind besser auf die Schule vorbereitet. Als auch noch mit 25 bis 35 Jahren schneiden sie gesellschaftlich
beruflich, sozial und emotional besser ab als Unsichergebundene. Kinder haben noch keine Fähigkeit zur Selbstberuhigung. Es braucht binnen weniger Minuten die Beruhigung durch seine Bindungsperson, nicht irgendeine Erzieherin. Das schafft die Erzieherin, die meist 5 oder mehr Kinder zu betreuen hat, aber niemals. Die kindliche Affektregulierung erfolgt noch vollständig über die Bindungsperson. Und dieser gelingt es, das Kind zu beruhigen, wenn sie ganz für dieses Kind da sein kann. So lang, bis es sich beruhigt hat. Lang genug. Das Kind lernt über sie, sich selbst zu beruhigen. In der Kinderkrippe lernt es das nicht. Erika Butzmann, Pädagogin, berichtet aus der viel zitierten NICHD-Studie, geht hervor, dass bei früher vielstündiger Krippenbetreuung Kinder durch Aggressionen, Ungehorsam, Unbeherrschtheit und Gewalttätigkeiten auffallen. Ein früh und lang abgegebenes Kind sagt zur Erzieherin Mama und nicht zu seiner Mutter. Und ein Kind, das seine Mutter nur wenige Stunden erlebt und das hauptsächlich von seiner Erzieherin betreut wird, kann keine Bindung zu seiner Mutter aufnehmen. Die Erzieherin wird zu seiner wirklichen Mutter, zu der es später Mama sagt. Frisch und Hellbrücke weisen darauf hin, dass Kinder, die keine Hauptbindungsperson finden, zum Beispiel wegen wechselndem Personal, promiskuitiv sich Erwachsenen zuwenden, um sich körperliche Geborgenheit zu holen, was diese dann als distanzlos empfinden. Kinder brauchen sensorische Stimulation und Körperkontakt. Stimulation über die Haut, Körperkontakt. Wie soll das bei 4 oder mehr Kindern pro Erzieherin gehen? Denn über seine eigene Bewegung und das Übersehen und Hören nimmt es alles auf. Entwicklung von Exploration der Welt und Selbstwirksamkeit erfordern als Voraussetzung zwingend Bindungssicherheit. Frisch weist darauf hin, dass ein Kind, das nach Bindungsaufbau beginnt, die Welt zu explorieren, noch die punktuelle Begleitung und Rückversicherung braucht. Es kann nicht allein losgeschickt werden, um die Welt zu erkunden. Nach Frisch beginnen Kinder früh, etwas selbst zu machen. Um ein Gelingen als Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu speichern, braucht es jedoch das erfreute Spiegeln der Mutter. In der heutigen Kinderkrippe hat die Erzieherin so viel zu tun, dass sie viel zu selten spiegeln kann. Motivation erlahmt, statt ein Gefühl von Selbstwirksamkeit entsteht Insuffizienzgefühl. Kinder unter 3 Jahren können nicht erzogen werden, sagt Maas. Denn der präfrontale Kortex ist noch nicht entwickelt. Das ist nämlich erst ab 4 Jahren der Fall im Kindergartenalter. In der Kinderkrippe ist deshalb Erziehung und Bildung nicht sinnvoll. Eltern brauchen Entlastung, Vater entlastet die Mutter, die Großfamilie entlastet das Elternpaar und ist deren einbindende Kultur. Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Familie und Freunde, zitiert Diana Schönecker, ein afrikanisches Sprichwort. Aber die Kinderkrippe ist das Gegenteil. Die Kinderkrippenampel, Orientierungshilfe zum Erkennen qualifizierter Kinderkrippen. Die 38 Kriterien der DGKJF basieren auf empirischen Studien, Berichte von Erzieherinnen und Angaben von Expertinnen. Sie kann heruntergeladen werden unter dgkjf.de Kinderkrippenampel. Unverantwortlich handelt, wer Kinder unter 18 Monaten aufnimmt. Wer fordert, dass Kinder mehr als 5 Stunden bleiben müssen, damit die Kasse stimmt? Wer fordert, dass Kinder an allen Wochentagen da sein müssen, damit die Kasse stimmt? Wer die Eingewöhnung zu kurz hält, kürzer als 4 Wochen, wenn mehr als 3 Kinder je Erzieherin anwesend sind, wenn im Personalschlüssel mehr als 3 Kinder je Erzieherin stehen, wer nicht dafür sorgt, dass ein Kind nur eine feste Bezugsperson hat, unverantwortlich handelt, wer Gruppen größer als 12 macht, wer ständig Personal wechselt, wer keine Betriebsferien macht und auf diese Weise den Eltern die Aufgabe gibt, in den Betriebsferien sich um ihre Kinder zu kümmern, wer fremde Erzieherin als Urlaubsvertretung nimmt, wer eine fremde Erzieherin als Krankheitsvertretung nimmt, wer die Gruppe mehr als eine angelernte Kraft nimmt, unverantwortlich handelt, wer starre Essenszeiten einhält, wer starre Schlafenszeiten fordert, wer starre Spielzeiten fordert, wer keine Rückzugsmöglichkeit dem Kind bietet, und wer morgens mit Eltern keine Übergabe macht, wer abends mit den Eltern keine Übergabe macht, wer Problemkindern keine Einzelbetreuung gibt, wer Mutter, Vater nie
holt, wenn es Probleme gibt, damit das Erziehungspersonal entlastet wird. Wer aggressive Kinder isoliert, wer Elternabende nicht verbindlich macht für die Eltern, wer unempathische Bezugserzieherinnen zulässt, wer zulässt, dass Bezugserzieherinnen nicht beruhigt, wer Bezugserzieherinnen einteilt, die keine Freude, Begeisterung zeigen kann, wer Dauerstress und Überarbeitung von Erzieherinnen zulässt, wer als Leiterin nicht auf Erzieherinnen hört, nur auf Vorgesetzte, unverantwortlich handelt, wenn das Kita-Management Effizienz wichtiger ist als das Wohl des Kindes, wenn dem Kita-Management nicht auf Verbesserungsvorschläge von Leitung und Erzieherinnen eingeht und wer schon im Alter von 3 Jahren ehrgeizige Erziehungsziele hat, wer schon im Alter von 3 Jahren ein strukturiertes Lernangebot durchzieht und unverantwortlich handelt, wer sichere Bindung für verzichtbar hält, wer keine monatliche externe Supervision anbietet, wer Erzieherinnen keinen Fortbildungsurlaub anbietet, wer freie Krippenplätze sofort wieder auffüllt, egal wie viel Unruhe reinkommt. Und unverantwortlich handelt, wer Kinder vor dem 3. Geburtstag vom Kindergarten in den Kindergarten verschiebt, damit in der Kinderkrippe wieder Plätze frei werden. Wer vor lauter vielen Filialen die Qualität der einzelnen Krippe nicht halten kann. Ja, und da im Hintergrund steht, dass Kinder eben 2 bis 3 Jahre lang Bindung brauchen und nur eine sehr gute Kinderkrippe das gewährleisten kann. Also brauchen sie eine weitgehend anwesende Mutter oder Vater in den ersten 2 bis 3 Lebensjahren. Eine dialogische Zuwendung 1:1 und Verfügbarkeit von Mutter und Vater und feste weitere Bezugspersonen, die Mutter und Vater entlasten. Das heißt, für die familiäre Unterbringung in den ersten beiden Lebensjahren sollte gelten, Grundgehalt 2 Jahre lang für den Elternteil, der 2 Jahre lang beim Kinder bleibt. Es kann aber aufgeteilt werden zwischen den beiden Eltern. Inklusive Sozialversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Im 3. Jahr eventuell Teilzeit für beide Eltern mit Finanzausgleich. Das heißt, ohne Minderung des Nettoeinkommens der Familie. Die Väter. Das Kind braucht sie genauso wie die Mutter. Kinder mit Vätern entwickeln ihre Begabungen besser. Väter sind für ihre Kinder genauso verantwortlich und wichtig wie Mütter. Sie müssen genauso viel Verzicht auf Karriere, auf Geltung, auf Macht leisten. Und sie bleiben auch 1 Jahr beim Kind zu Hause. Die Mutter hilft dem Kind in das Leben hinein. Der Vater hilft dem Kind in die Welt hinaus. Väter und intellektuelle Entwicklung. Vonnegut berichtet, Kinder im Vorschulalter lösten Theory of Mind-Aufgaben zu 50%, wenn sie mit keinem Elternteil eine sichere Bindung hatten, zu 63%, wenn sie zu einem Elternteil eine sichere Bindung hatten und zu 87%, wenn sie zu beiden, Vater und Mutter, eine sichere Bindung hatten. Also das Elternpaar bringt es eigentlich erst. Bindung führt zu größerer Steuerungsfähigkeit bis ins Erwachsenenalter. Die frühe Steuerungsfähigkeit im Kindergartenalter hat anhaltende Wirkung auf das Erwachsenenleben. Zum Beispiel, dass es zwischen 25 und 30 Jahren besser gelingt, langfristige Ziele zu verfolgen, Drogen zu vermeiden, ein höheres Bildungsniveau zu erreichen, einen geringeren Body-Mass-Index zu haben, belastbarer und anpassungsfähiger bei Bewältigung interpersoneller Probleme zu sein, nahe Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und das heißt für die außerfamiliäre Unterbringung keine Kinderkrippe in den ersten 2 Lebensjahren, keine Ganztagskrippe vor dem Alter von 3 Jahren. Keine Krippe mit mehr als 2 Kindern pro Erzieherin, keine wechselnden Bezugspersonen, stattdessen Grundgehalt von Vater, Mutter und Verpflichtung des Arbeitgebers, einen gesetzlichen Karriereschutz, flexible Arbeit, Erziehungszeiten, Teilzeitarbeit, Homeoffice einzurichten, dass alle Eltern ohne Nachteile die frühe Betreuung ihrer Kinder meistern können, so sie es wollen. Und das schützt Kinder unter 2 Jahren. Keine Genehmigung neuer Krippen, die diese Bedingungen nicht erfüllen. Schließung von Kinderkrippen, die nach angemessener Übergangszeit diese Bedingungen nicht erfüllen. Die Kleinfamilie ist eigentlich ein Schrumpfkopf. Sie ist ein notwendiges Übel, ein Opfer zugunsten der Wirtschaft. Kinder und ihre Eltern brauchen eine richtige Familie, die die Mutter bemuttert und entlastet, damit sie nicht allein bleibt. In der das Kind tags nicht nur einen Ansprechpartner hat, durch die Vater und Mutter ein soziales Netz haben. Das braucht neue gesellschaftliche Werte. Verdächtig ist nicht, wer Kinder
Nicht wer 2 Jahre beim Kind bleibt, sondern wer das nicht macht. Der Mensch ist nicht für die Wirtschaft da, sondern die Wirtschaft für den Menschen. Emanzipation der Frau bedeutet, dass sie ihre Mutterlichkeit nicht verleugnen muss. Emanzipation der Frau bedeutet, dass der Mann 50% der Elternschaft trägt. Derzeit ist unser Fazit, haben wir 95% schlechte Kinderkrippen, so die Nubeck-Studie 2013, und nur 5% gute Kinderkrippen. Sie können die Kinderkrippenampel sowohl in einem Einzelartikel beschrieben sehen, den Sie kaufen können beim Psychosozialverlag. Sie können es auch herunterladen von der kostenlos von der dkl.de-Seite. Sie können unsere Forschungsberichte lesen, im Sozialverlag erschienen mit vielen Studien verschiedenster Art. Sie können unser neues Themenheft U3-Kinder, das sind Kinder unter 3 Jahren, in der Kinderkrippe lesen. Sie können ganz umfassend unser Buch Schade, die Kinderkrippe meinem Kind lesen. Und ich lade Sie vor allem herzlich ein zu unserem DGKJF-Symposium am 1. Oktober 2021 in München. Schreiben Sie an info@dgkjf.de oder an mich die Bedeutung des Vaters im 1. bis 3. Lebensjahr, weshalb das Erziehungsjahr des Vaters unverzichtbar ist. Ich empfehle noch dieses Buch von Hans-Jörg Bachmann und Eva Mareile Bachmann, Familienleben, Eltern und Kinder verstehen. Und ein Buch, das alle, die beruflich mit dem Thema zu tun haben, unbedingt gelesen haben müssen. Es führt zu einem tiefen Verständnis des Kindes und der Prozesse, die da ablaufen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie das Wissen und das Verständnis weitergeben würden. Vielen Dank.